The laws of this island. Okay, Gesetze dieser Insel. Kein Spinjumpen tagsüber und kein normales Springen in der Nacht. Warum ist das eine Regel? Du kannst den Switch drücken, um zwischen Tag und Nacht zu schalten. Okay, wirst du durch den Tag oder durch die Nacht? Also. Oh, wow, wie cool ist das denn, Mann? Ich würde am liebsten beides einmal haben. Also auch hier haben wir zumindest jetzt gerade keine Spinjumps. Hat natürlich seine Vor- und Nachteile, ne, denke ich. Ich weiß nicht, ob ich teilweise das eine haben muss. Ja, okay, ich sehe, das hier ist jetzt eine etwas schwierigere Stelle, weil... Okay. Und hier wäre ich jetzt nur mit... Okay, hier komme ich nur mit normal Tag rüber und beim anderen nur bei Nacht rüber oder so, ja. Geile Sache. Geile Sache, dieses Level. Ich meine, wir haben selber die Wahl, wie wir es lösen. Aber ich habe jetzt mich für Tag entschieden. Hier verzichte ich jetzt auf einen Pilz, aber es ist okay. Hier habe ich nochmal die Entscheidung. Ich bleibe bei Tag. Weil mein Gehirn besser das verarbeiten kann, um ehrlich zu sein. Ich sag's einfach mal, wie es ist. So, jetzt kann ich da aber dafür nicht lang. Oh, hallo. Habe ich's verkackt? Nee. Ich glaube, ich habe nichts verkackt. Mein Gehirn kommt, glaube ich... Oh, da komme ich jetzt nicht mehr hin. Hoppala. Hier kann ich mich nochmal umentscheiden. Oder ich nehme einen Pilz. Eigentlich wäre das Level schon theoretisch wert, ein zweites Mal zu spielen, weil es eine komplett andere Erfahrung wäre. Aua. Also wir können hier einfach ins Ziel gehen, oder... Oder... Kommt hier als kleiner Mario durch? Jetzt brauche ich einen Pilz. Reh. Aber ich lande wieder hier bei Reh. Das ist ein Rätsel und ich habe es nicht gelöst bekommen bis jetzt. Okay. Weil hier könnt ihr nur Sachen kaputt machen, aber hier könnt ihr nicht weiterspringen. Verstehe ich nicht das Rätsel, ich bin da ganz ehrlich. Wenn wir es schaffen... Ne, bei Tag komme ich aber nicht da hoch. Das ist ja ein echtes Dilemma. Warum ist das so? Wir kriegen diesen Dings nicht. Tja. Hierfür müssen wir groß sein, aber da komme ich nicht weiter, weil ich nicht... Es sei denn, ich kriege ja so einen richtig heftigen... Ne, nein, auf gar keinen Fall, nicht mal ansatzweise. Okay, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich hier weiterkomme. Also, ich hoffe, am Ende brauche ich nicht diese Monde, weil dann bin ich wirklich hier verkackt. Okay, Punchline. Yeah. Cool. Das ist ja wirklich Punchline. Warum ist da ein Boxhandschuh? Ah, okay, er arbeitet für mich. Irgendwie. Coach Advice. Drück den Sprungknopf, während du gepuncht wirst, um... Maximum Hype for Maximum Height. Okay, ich hab's falsch gelesen. Maximale Höhe für Maximum Hype zu kriegen. Oh, cool. Und dann kann ich hier rein. Aber das ist ja schlecht, weil ich will ja noch vorher die Yoshi-Coin haben. Cool. Und Luigi kriegt keinen Schaden davon. Oh, ah, ich hab jetzt... Okay, ist nicht verkackt. Weil ich noch gerade meine zweite Chance genutzt hab. Oh, okay. Ich wollte schon jetzt einfach auf diesen Mancher landen, aber... Das ist ja gar keine so gute Idee. Ist da irgendwas versteckt? Nee. Ich dachte, das sah so aus wie ein unsichtbarer Block, der da noch kommen sollte. Aua, scheiße. Tja. So Sachen können passieren.
Sonst noch ein Tipp. Wenn du gepuncht wirst, drücke Sprung, ohne links oder rechts zu drücken, für Maximum Distance. Okay. Das sieht dann so aus. Das sind alles so Super Mario World. Wie soll ich denn das nennen? Engine Gravitationsgemix, die ich eigentlich schon kenne, aber ich das trotzdem fair finde, dass die dann nochmal. Achso, das ist ja so ein Ding. Dass die nochmal erklärt werden. Weil jetzt nicht jeder vielleicht so sich genauestens auskennt, wann er was zu drücken hat und sowas. Und ich meine, macht mich trotzdem nicht zum guten Spieler, wie man sieht. So, die funktionieren aber auch nur auf der einen Seite dann. Okay. Nächster Zwischenraum. Ja. Oh, scheiße. Ich dachte, ich würde es beim ersten Mal schon hinkriegen. Wow, scheiße. Okay, das ist ja ein fieser Sprung hier. Nee, ich darf nicht drücken. Ich halte mich gerade echt nicht an das, was hier gesagt wird. Nochmal. Jetzt. Dann, also wirklich in letzter Sekunde muss ich erst, darf ich erst nach rechts drücken, wenn ich das Ding genau berührt habe. Also es ist wirklich eine echt knappe Timing-Sache. Ich hoffe, hier gibt es jetzt noch eine Yoshi-Coin für mich. Vielleicht muss ich mich hier beeilen. Da ist das Ding. Oh, oh nein. Damn. Ich glaube, ich muss mich hier nicht beeilen. Also jetzt zumindest nicht so heftig beeilen. Vielleicht muss ich schon irgendwas machen, nachdem ich den gedrückt habe, aber das war's dann auch. So, und jetzt habe ich die Chance hier nach oben. Wow, yay, super. Cool. Führt uns zu Dynamic Dungeon. Okay, das erklärt einiges. Ja, also das ist halt der alternative Weg dahin, aber jetzt gehen wir hier nochmal und arbeiten uns auf der Seite hier durch. The Rhineland. Das hier ist das Rheinland. Warum auch immer das so heißt. Oh! Blaue Münzen bedeuten, ein Dino wird hier runterfallen. Außerdem kannst du Slide Kill? Dinos? Was ist Slide Kill? Ach so, das ist Slide Kill. Ja, 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 ja. Das hier. Ich glaube im Originalspiel, das weiß ich jetzt aber gar nicht so genau, war das irgendwie so gemacht, dass Dinos nicht dadurch Schaden nehmen? Aber da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Und stattdessen ich den Schaden nehme, was voll unfair ist. Aber vielleicht ist das der Grund, warum die es nochmal dann genau nochmal erklären, wie die Sachen sind. So, hier gehe ich mal schnell weg. Hier. Oh, der fällt uns hier runter. Okay. Schnell weg, bevor ich hier Schaden nehme. Wow. Da wurde was abverlangt für einen Moment. Da war. Okay. Ey, das war es immer noch wert. Das war eine Yoshi-Münze. Das ist auf jeden Fall sehr nett. Oh. Okay. Okay, ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. Einfach ist das aber nicht. Muss man schon sagen, Mann. Wenn man alles richtig machen will. Okay, war trotzdem cool. Führt uns hier runter. River of the Living Beards. Okay. Bärte. Hier müssen wir schnell hoch. Ah, ne, da kann man gar nicht hoch. Okay. Hier kann man hoch. Also aus dem Wasser raus spinjumpen. Ich glaube, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, ist das unser erster Autoscroller in diesem Spiel. Muss ja auch mal irgendwann kommen. Oh, jetzt müssen wir hier. Ah, verdammt, ich wollte mich nur ein bisschen beeilen. Ja, weil ich schon verkackt habe. Seht ihr, weil ich nicht schnell genug war. Ich hätte schon ganz früh, ganz weit rechts sein müssen, damit ich diese Yoshi-Coin kriegen kann. Und wenn das nicht aufgeht, dann hat man schon verloren. Also, oh nein. Okay, dann gib mir zumindest den Pilz. Und ich hole das. Ja. Okay, ich will nicht im Wasser sein. Ich will eigentlich auch nicht, dass es scrollt.
So, das Nummer 2, sehr schön. Das haben wir schon besser hinbekommen. Ist da irgendwas? Ne, ich dachte am Boden wäre irgendwas, aber das war glaube ich ein Stück Hintergrund. Oh. Geht bitte. Tschüss. Okay, immerhin. Immerhin haben wir es noch so gerettet, dass wir jetzt wieder da stehen, wo wir vorher sind, power-up-mäßig. Das wollte ich eigentlich noch verhindern, diesen Sprung zu machen, aber too late. Wie kriege ich den? Warte mal. Nein, 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 nein. Hier muss doch irgendwas... Was habe ich übersehen? Welches Detail, welchen Hinweis? Ach so. Oh, ich muss schon... Ja, ja, okay. Hab verstanden. Ich muss schon früher dran sein. Ich habe mir viel zu viel Zeit gelassen und das nicht mal gemerkt, wo mein Fehler dabei lag. Okay. Oh, ich bin voll verwirrt, dass sie nicht da durchgehen. So, ich muss halt gegen den Strom schwimmen. Das ist halt ein bisschen doof, ne? Aber was will man machen? Okay, nehme ich mal so hin. Ich glaube, selbst bei mehreren Versuchen mache ich das nicht besser. Okay. 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 Und tschüss. Ripwater. Okay, tschüss. Danke dafür. Okay, sehr nett. Hat überhaupt... Ach so, die Bärte waren wahrscheinlich wegen Fuzzies. Und dann landen wir wieder hier unten. Aber hier unten können wir hier hoch. Okay. Peer Pressure. Warum Peer Pressure? Irgendwas mit Gruppenzwang. Mario kann alleine nicht ins Badezimmer gehen. Also auf Toilette. Er muss alle 30 Sekunden... Ah ne, er kann nicht aufhören aufs... Okay, okay, er kann nicht aufhören, auf Toilette zu gehen. Er muss alle 30 Sekunden, oder sonst macht er sich seine Hosen nass. Oh, und es geht ja schon los. Okay. Oh! Die haben den... Die haben die Türgeräusche mit einer Toilette... Toilettensound ersetzt. Wie cool ist das denn? Aber andere Frage, wie kriege ich das? Okay, nehmen wir den mit aufs Klo. Macht eh keinen Unterschied, aber... Wie kriege ich den? Ach so, da... Okay, ich dachte, wenn ich einmal da oben bin, dann habe ich verkackt. Ja, okay. Jetzt nochmal aufs Klo. Alter, Mann, Mario, was ist los mit dir? Wieso alle 30 Sekunden? Das ist ja echt übertrieben. Ich meine, seine Blase ist komplett am Arsch. Sollte man dringend zum Arzt gehen. Das ist echt nicht normal. So, jeder... gesunde Mensch würde hier sagen, ab zum Arzt, wenn sowas hier eintritt. Gilt auch für euch. Also wenn ihr zufälligerweise alle 30 Sekunden aufs Klo müsst, sucht mal einen Arzt auf. Zum Glück sind das auch immer Herrentoiletten. Boah, stell ich mal vor, Damentoiletten und Marin dürfte da gar nicht hingehen. Moment, da ist doch was. Da ist nichts. Okay, dann lüge ich. Oh Mann. Nochmal Pipi-Pause. Ich liebe diesen Soundeffekt. Oh, da ist noch einer. Ah, okay. Alles gut. Nichts passiert. Erst check. Oh nein, das sind Damentoiletten. Verdammt. Ich hätte es niemals sagen dürfen. Das ist ein... Oh, ich krieg Schaden dadurch. Mario stirbt beim Versuch, das Damenklo zu öffnen. Das ist der Grund, warum ich Mario Hacks mag und auch solche Hacks. Weil, wann kommt man sonst dazu, so einen Satz zu sagen, wie Mario stirbt beim Versuch, das Damenklo zu öffnen? Also, ne? Das macht das ganze Ding hier so besonders. Ah, endlich. Ich muss schon selber pinkeln beim... Ja, beim Spielen hier, wenn ich dieses Level hier spiele. Einmal da hoch. Ah, ne, das geht nicht so. Das geht ein bisschen anders. Okay. Darmtoilette.
Danke an denjenigen, der die ganzen Toiletten gebaut hat. Da konnte ich gar nicht mehr ausweichen. Okay, immerhin. Immerhin. Hab ich verkackt? Ich hab nicht verkackt. Ich hab nicht verkackt. So. Ist eigentlich ein sehr simples Konzept. Die haben einfach nur einen Timer auf 30 Sekunden gesetzt und der resettet sich einfach, ne? Ich meine, mehr ist das ja eigentlich nicht. Aber dieses ganze Toiletten-Fiasko drumherum macht das Ganze doch zu etwas irgendwie komplett spektakulär. So, wir haben noch 10 Sekunden. Okay. Gerettet. Und komischerweise muss Mario nicht mehr aufs Klo. Seine Blase und seine Prostata sind gerettet. Winners don't use drugs. Oh, das ist meine Ansage.